Bonsoir, je suis Hauke et Léa. Parce que je peux seulement parler allemand, Léa traduit en français. Ich habe 25 Dias ausgesucht, auf die Schnelle jetzt kopiert und ich lasse sie einfach in den Vortrag mitlaufen. Donc il a choisi 25 photos et il va tout simplement les faire défiler lors de sa présentation. Ich beginne mit einer ganz kurzen Darstellung, wieso wir Autonomen Ende der 70er Jahre so in den Kampf gegen die Atomkraftwerke eingestiegen sind. Das erste Punktfeld der Auseinandersetzung war nördlich von Hamburg das Atomkraftwerk Burgdorf. Je vais commencer avec une présentation des raisons pour lesquelles l'autonomie a commencé à s'intéresser aux luttes antinucléaires. Et le premier, le premier endroit assez important, c'est Burgdorf, dans le nord de Hambourg. Le nord de Hambourg. Als wir in den 70er Jahren vor den Bauzäunen in Burgdorf, in Grohnde an der Weser oder in Kalka am Rhein standen, kämpfen wir nicht nur gegen das wahnsinnige Atomprogramm der Atomkonzerne, sondern unsere Wurfanker und Steinschleudern galten auch dem Staat, dem Atomstaat und dem Kapital. Lorsque dans les années 70 nous sommes retrouvés devant les clôtures de chantiers à Burgdorf, Grohnde et Kaltar, nous n'avons pas seulement lutté contre le programme nucléaire des entreprises nucléaires, mais nos grappins et nos lance-pierres visaient aussi l'État et le capital. Bis zur ersten Bauplatzbesetzung in Wiel am Rhein, am Oberrhein gegenüber von Fessenheim, befeuerte in Westdeutschland eine ganz große Koalition aus der Atomindustrie, den Gewerkschaften, der Sozialdemokratischen Partei, der CDU, den Atomausbau. Alle Kritiker wurden als fortschrittsfeindlich, reaktionär gebrandmarkt, die Gesellschaft zurück in die Steinzeit befördern wollten. Jusqu'à la première occupation de terrain à Ville en 1975, une grande coalition constituée de l'industrie nucléaire, des syndicats, de la social-démocratie et des chrétiens démocrates alimentait en Allemagne de l'Ouest le renforcement nucléaire. Les critiques, ou ceux qui étaient critiques, ont été considérés comme ennemis du progrès ou réactionnaires. Leur objectif, retour à l'âge de pierre. Doch der Fortschritt hatte erste Risse bekommen. Zunehmende Luftverschmutzung, verseuchte Flüsse, die Ölkrise 1973, das Sonntagsfahrverbot, ich glaube, es gab bei euch in Frankreich auch sowas, für alle Autos, machten plötzlich allen klar, dass die zwei Jahre zuvor veröffentlichte Studie des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums doch nicht so ganz weit hergeholt waren. Mais le progrès commençait à se fissurer. Plus de pollution d'air, plus de fleuves pollués, la crise de pétrole de 1973, l'interdiction de conduire le dimanche pour toutes les voitures, ont d'un coup montré que l'étude publiée 2 ans avant sur les limites de la croissance par le Club de Rome ne venait pas de nulle part. Diese Grenzen des Wachstums waren in einigen Regionen in Deutschland, wie im Ruhrgebiet oder am Oberrhein, sehr deutlich für die Menschen spürbar. Die sprichwörtlich dicke Luft, die schwermetallverseuchten Flüsse, tote Kühe auf den Weiden rund um die Bleihütten machten den Anwohnern deutlich, dass ein ewiges Wachstum, welches die Politiker predigten, an seine Grenzen gestoßen war. Dans certaines régions, comme dans le bassin de la Ruhr ou au Rhin supérieur, les limites de la croissance étaient très visibles pour les gens qui y habitaient.
l'air pollué, les fleuves contaminés par du métal lourd, les vaches mortes sur les pâturages autour des lieux de production du plomb. Montrer clairement aux gens qui habitaient là-bas que la croissance illimitée qui a été prônée par les politiciens était arrivée à ses limites. Ganz einfach gesagt, die Natur machte in diesem Spiel nicht mehr mit. Die hochindustrialisierten Gesellschaften waren im Begriff, durch die ökologische Verelendung ganzer Regionen ihren eigenen Zusammenbruch herbeizuführen. Der alte Karl Marx hatte davor schon gewarnt. Ich zitiere mal aus dem Kapital. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen des Reichtums untergräbt, die Erde und die Arbeiterinnen. Die ökologischen Verheerungen, die der Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts für die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse anrichtete, waren nunmehr nach 100 Jahren von der bürgerlichen Welt konnten nicht mehr ignoriert werden. Les sociétés hautement industrialisées étaient en train, à cause de la misère écologique, de produire l'effondrement. Et déjà Karl Marx l'avait averti, la production, alors donc là c'est une citation du Capital, la production capitaliste développe seulement la technique et la combinaison du processus de production dans la mesure où elle mine en même temps la source de sa propre richesse, c'est-à-dire la terre et l'ouvrier. Depuis 100 ans, le monde bourgeois a ignoré les ravages écologiques du capitalisme de Manchester. Et voilà. Eine neue Wissenschaft, die Ökologie, betrat die Weltbühne. Sie wollte neutral sein und konnte so die Technik bzw. Ökologiekritik von der Gesellschaftskritik und der Klassenfrage. Une nouvelle science, l'écologie, entrait en scène. Elle se donnait des allures d'être neutre et elle séparait la critique de la technique et la technique de l'écologie, de la critique sociale et de la question de la classe. Doch dagegen erhob sich unter uns jungen Autonomen in der Anti-AKW-Bewegung Widerspruch. Ein kleiner Kreis von linken Wissenschaftlern und Autonomen aus Bremen, Hamburg und Berlin formulierte unmissverständlich. Contre cette tentative des jeunes du mouvement anti-nucléaire s'opposaient, et donc un petit cercle d'autonomes et de scientifiques de gauche, de Brême, Hambourg et Berlin, formulait sans ambiguïté. Technik und Wissenschaft stehen schon seit Jahrhunderten im Dienste des Kapitals und gehorchen keineswegs der Objektivität und Neutralität. Und in der angewandten Technologie der kapitalistischen Produktionsorganisation verbirgt sich ihr Herrschaftscharakter. Dabei beriefen wir uns auf eine Kernaussage von Herbert Marcuse, einige kennen ihn vielleicht, die Älteren, der zwar ein wichtiger Mensch in der Berliner deutschen Studentenbewegung, Professor aus den USA. Ce groupe formulait sans ambiguïté que la technique et la science sont depuis des siècles au service du capital et ne sont donc nullement soumis à les règles de l'objectivité et de la neutralité. Dans la technologie appliquée de l'organisation de la production capitaliste se cache ou se trouve un caractère de domination.
Et pour ceci, on s'est surtout référé à Herbert Marcuse, qui était donc un professeur important pour le mouvement étudiant à Berlin, mais je pense en Allemagne. Ouais. Er hat 1964 auf dem Deutschen Soziologentag Folgendes formuliert. Der Begriff der technischen Vernunft ist vielleicht selbst Ideologie. Nicht erst ihre Verwendung, sondern schon die Technik ist Herrschaft über die Natur und den Menschen. Methodische, wissenschaftliche, berechnende und berechnete Herrschaft. Bestimmte Zwecke und Interessen der Herrschaft sind nicht erst nachträglich und von außen der Technik oktroyiert worden, sie gehen schon in die Konstruktion des technischen Apparates selbst ein. Ähnliches haben wir heute Morgen ja von Jacques gehört, der ist jetzt nicht, glaube ich, mehr da ist. Der hat sowas Ähnliches formuliert. Donc, la citation de Marcuse est vraiment, je la traduis très librement. le concept de la raison technique est elle-même probablement idéologie. Ce n'est pas seulement l'application, mais bien la technique en tant que telle qui est domination de la nature, et en tant que domination de la nature, elle est aussi domination de l'homme. C'est-à-dire que certains objectifs et intérêts de la domination n'ont pas été ajoutés ou imposés ultérieurement de l'extérieur à la technique, mais c'est bien à l'intérieur du concept de technique que se trouve cette domination. Damit war der Streit um die angebliche Neutralität der Technik eröffnet. Denn die große Mehrheit der Marxisten behauptete damals genau dieses. Auch Lenin hatte schon vorher in den 20er Jahren in dasselbe Horn geblasen, indem er damals propagierte, Sozialismus ist undenkbar ohne großkapitalistische Technik. Avec ceci, le débat ou la dispute sur la soi-disant neutralité de la technique qui était ouverte. Car la grande majorité des marxistes à cette époque disaient exactement ça. Et même Lénine avait dit la chose suivante. Le socialisme est impensable sans la technique du grand capital. Doch die Arbeiterbewegung der 60er Jahre in Italien und in Frankreich forderte genau das Gegenteil. Aufgrund ihrer Erfahrungen und der jahrelangen Betriebskämpfe bei Olivetti, bei Fiat, bei Renault, verlangten sie die Abschaffung der terroristischen Fließbandarbeit, die Aufhebung der Akkordarbeit und überhaupt das Ende der Lohnarbeit. Mais le mouvement ouvrier des années 60 en Italie et en France demandait ou revendiquait exactement son contraire. Justement à cause des expériences, des luttes dans les usines chez Olivetti, Fiat et Renault, il revendiquait l'abolition du travail à la chaîne, tayloriste, l'abolition du travail à la tâche et de manière plus générale, l'abolition du travail salarié. Es ging also um die Zerschlagung der Großindustrie und um eine neue Definition einer Technologie, die den Interessen der Produzentinnen folgt und nicht der Profitmaximierung dient. Il s'agissait alors de détruire la grande industrie et de trouver une nouvelle définition de la technologie qui suit les intérêts des producteurs et non les intérêts de la maximisation du profit. Für uns Autonome in der Anti-AKW-Bewegung rückte daher sehr schnell die Rolle von Wissenschaft und Technik beim Bau von solchen Monstern der Großindustrie in den Mittelpunkt. Im Vordergrund der Kritik stand die Nichtbeherrschbarkeit der überdimensionierten Technologie der Kernspaltung. Pour nous, les autonomes au sein du mouvement anti-nucléaire, le rôle de la science et de la technologie jouait un rôle lors de la construction des nouveaux monstres de la grande industrie, jouait un rôle central. Donc,
Notre critique ou la critique se concentrait surtout sur l'impossibilité de gérer la technologie de la fission nucléaire. Salut. Die Atomwissenschaft, so die Kritik, so unsere Kritik, begebe sich in die völlige Abhängigkeit seitens ihrer Auftraggeber, der Atomindustrie und der ehrhörigen Politiker. Kritische Studien, das kennen wir alle, wurden unterdrückt, Störfälle verheimlicht. La science nucléaire, ça c'était la critique, se mettait dans la pleine dépendance vis-à-vis de leurs commanditaires et de l'industrie nucléaire et bien sûr des politiciens. Des études critiques étaient difficilement accessibles et les incidents des centrales nucléaires étaient cachés. Zurück zur Wissenschaft der Ökologie. Unsere Kritik am Klassencharakter der Ökologie formuliert am deutlichsten in der Frage, wie betrachtet die Ökologie das Schicksal der Atomarbeiter? Au sein même du mouvement de l'écologie, notre critique se différenciait de d'autres mouvements, d'autres participants du mouvement antinucléaire, parce que on mettait au centre la critique du caractère de classe. Ein damaliger Weggefährte von uns, Robert Jung heißt er, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das heißt Der Atomstaat, ein Kritiker der Technologie, ein Kritiker des Fortschrittsbegriffes des damaligen, der hat zu der damaligen Zeit, 1977, Atomarbeiter in La Hague, in der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague, interviewt. Donc, un camarade de l'époque, Robert Jung, qui a écrit un livre qui s'appelle Atomstaat, État nucléaire, a fait des entretiens à ce moment-là avec des travailleurs du nucléaire à La Hague, donc à l'usine de retraitement de La Hague. Daraus zitiere ich mal ganz kurz. Dank der kritischen Gewerkschafter von La Hague habe ich den Einblick in eine Arbeitswelt bekommen, wie es sie beängstigender nie zuvor gegeben hat. Hier büßen die Menschen nicht nur ihre Gesundheit ein, sondern auch ihre Sprache und ihr Recht auf Selbstbestimmung. Von sich selbst sprechen sie, den Begriff Kanonenfutter auf ihre Verhältnisse übertragend, als Strahlenfutter. Robert Jung. Vive in Autriche, Salzburg, und hat dort konstruiert ein Centre pour une Technologie alternative. Est mort. Donc, il cite Robert Jung qui dit grâce aux syndicalistes critiques de la Hague qu'il a pu constater que des gens non seulement mettaient en danger leur santé, mais bien aussi leur langue et leur droit d'autodétermination. Ils parlent d'eux-mêmes, non en tant que chair à canon, mais bien en tant que chair à radiation. So, jetzt komme ich zu einem etwas lebendigen Teil, nämlich zu unserer Praxis der Autonomen in den Kämpfen gegen die Atomindustrie. Bisher war es etwas theoretisch und trocken für euch. Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Donc, maintenant on arrive à la partie un peu plus vivante. Et donc on va maintenant parler beaucoup plus des actions et du mouvement de Wackersdorf Agroalli. Ihr seht hinter mir ein Foto, das ist das Foto von den Kämpfen in Wackersdorf. Dort sollte damals in Bayern eine Wiederaufarbeitungsanlage wie in La Hague gebaut werden. Das war 1986.
Donc ici, la photo que vous voyez, c'est une photo prise à Wackersdorf en 1986. Et en fait, l'État avait prévu de construire, comme à La Hague, un centre... Une usine de retraitement, voilà. Im Jahr 1986, dem Jahr der Katastrophe von Tschernobyl, kam es zum Höhepunkt der Kämpfe gegen die Atommafia in Deutschland. Allein über 100 Strommasten wurden umgelegt, einen habt ihr vorhin gesehen. An Pfingsten fanden zeitgleich die beiden größten Demonstrationen statt. En 1986, das Foto, das erste, wann war das? Tout à l'heure, la première photo que vous avez vue, c'était 84 et non 86, comme j'ai dit. Hein. Donc, pardon. Alors, de Wackersdorf à Gorleben. En 1986, donc l'année de la catastrophe de Tchernobyl, c'était en gros le point le plus important des luttes contre la mafia du nucléaire. Plus de 100 pylônes électriques ont été couchés. Quelques semaines après Pâques, il y a eu les plus grandes manifestations, en même temps, les deux plus grandes manifestations. Während die Autonomen auf dem Weg nach Burgdorf, also die norddeutschen Autonomen, durch einen massiven Polizeieinsatz gestoppt wurden, griffen Autonome aus Süddeutschland zusammen mit Zehntausenden der Region aus Wackersdorf den Bauzaun der geplanten WAA in Bayern an. Pendant que les autonomes du Nord ont été arrêtés, qui étaient en route pour Brockdorf, étaient arrêtés par la police, des autonomes du Sud de l'Allemagne ont, avec des dizaines de milliers de gens, attaquer la grille ou la clôture de construction de l'usine à Wackersdorf en Bavière. Wie ihr seht auf dem Foto, gelang es den militanten Autonomen, den Bauzaun trotz massivsten CS-Gaseinsatz der Bullen an mehreren Stellen aufzubrechen. Das war der Anfang vom Ende der Baupläne. Comme vous voyez ici sur la photo, les autonomes ont réussi, malgré les gaz des flics, de détruire à plusieurs endroits les clôtures de chantier. C'était bien le début de la fin de l'usine de retraitement ou des projets de construction de l'usine de retraitement. Drei Jahre später wurden die Pläne durch die Atomindustrie selbst aufgegeben. Der damalige Provinzgouverneur, der Landrat Schuja, sagte später, ohne die Autonomen hätten wir die WAA nicht verhindert. Trois ans plus tard, les plans de l'industrie nucléaire ont été abandonnés. Le chef du district, Schuja, disait à ce moment-là, sans les autonomes, nous n'aurions pas pu empêcher la construction de l'usine de retraitement. Zu Beginn der Kampagne in Wackersdorf waren die Bürger in Wackersdorf noch sehr ablehnend gegen die Chaoten von auswärts. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir nun nur heimlich in die Baumstämme Nägel schlagen konnten, um die Waldrodung zu behindern. Au début du mouvement, les citoyens de Wackersdorf étaient très hésitants vis-à-vis de leur solidarité ou vis-à-vis des gens qui venaient de l'extérieur. Das wurde damals noch in Wackersdorf von der Bürgerinitiative scharf verurteilt. Zwei Jahre später, als es zu diesen Kämpfen an dem Bauzaun kam, reichten uns dann Omas von hinten nach vorne Benzin für die Mollis. Donc au début, les citoyens étaient très critiques, comme je viens de le dire, mais deux ans plus tard, la situation avait totalement changé. Des mamies leur passaient l'essence pour les cocktails Molotov. Wie in Gorleben später
gab es zu Beginn des Widerstandes eine tiefe Spaltung zwischen Gewaltfreien und Militanten. Beide Seiten lernten aber dazu. Comme à Gorleben, au début de la résistance, il y avait une grande scission entre les militants non violents et ceux qui utilisaient des moyens violents. Mais les deux côtés apprenaient. Die Autonomen begriffen, dass ihre Widerstandsformen aus den Kämpfen in den Großstädten nicht so einfach auf das Land zu übertragen sind. Und die Bürger blickten in die jungen Gesichter unter den Hassmasken und zollten ihrer Wut und ihrer Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit gegen den Atomstaat mehr und mehr Respekt. L'autonomie ou les gens qui venaient de l'autonomie commençaient à comprendre que leur forme de résistance, qui venait surtout des luttes des grandes villes, n'était pas tout à fait transmissible de la même manière ou applicable à la campagne. Et les citoyens de la campagne commençaient de plus en plus à respecter les pratiques des jeunes et la colère aussi des jeunes. Nach 1986 begann der Niedergang, der vorübergehende Niedergang der Anti-AKW-Bewegung, der erst durch die Castor-Transporte nach Gorleben in das geplante Endlager Mitte der 90er Jahre wieder gestoppt wurde. Und die Autonomen spielten dabei wieder eine bedeutende Rolle. Après 1986, le déclin du mouvement anti-nucléaire a commencé. Et ce déclin a été seulement arrêté au moment des transports des déchets nucléaires dans les années 90, au milieu des années 90. Innerhalb von zwei Jahren kam es bundesweit zu 200 Anschlägen auf die Bahn. Baumstämme auf die Gleise, Schienendurchsägen, Hakenkrallen auf Oberleitungen, Signalstörungen. Et à ce moment-là, à Gorleben aussi, l'autonomie jouait un rôle particulier dans la résistance. Durant ces deux années, sur le territoire de la RFA, non, là, c'est après la chute du mur, bon. Donc sur le territoire allemand, il y a eu plus de 200 attaques sur... sur les trains. Donc en fait, il y a eu des troncs d'arbres sur les voies, des rails sciés, des crochets sur les catenaires. Voilà. Hier seht ihr im Hintergrund eine überdimensionierte Hakenkralle. In Wirklichkeit waren die Dinger 10 cm groß. Wir haben sie mal auf einer Demonstration im Jahr 2001, glaube ich, nachgebaut, um sie dann mit einer Demonstration der Bauern aus Wendland nach Berlin zu fahren. Vous voyez ici sur la photo un crochet en version énorme. Normalement, ces crochets. En réalité, ils font 10 cm. Et ça, ce crochet-là, ils l'ont construit avec des agriculteurs du Wendland et l'ont amené en voiture à Berlin. Damals warnte der Staatsschutz vor einer sogenannten Unterwanderung des Widerstandes durch militante Autonome. Doch die große Mehrheit rund um Gorleben ließ sich nicht mehr in gewaltfreie, friedliche und militante spalten. À l'époque, la Sûreté d'État ou la Sûreté donc avertissait ou essayait d'avertir d'infiltration de la résistance par des autonomes. Mais la grande majorité autour de Gorleben ne se laissait plus classer en non-violents, paisibles, versus ceux qui sont prêts à la violence. Autonome Gruppen entwickeln jetzt eine neue Aktionsform, um den Druck auf die Bahn zu erhöhen, diese Castor-Transporte zu stoppen. Nicht nur an einzelnen Stellen wurden Hakenkrallen eingesetzt, sondern zeitgleich in einer Nacht an vielen Orten. Des groupes autonomes ont développé à ce moment-là des nouvelles formes d'action pour
élever la pression ou pour mettre plus de pression à la BAAN. Donc la BAAN, c'est bien l'entreprise des chemins de fer. Et donc maintenant, ils n'utilisaient plus seulement à certains endroits les crochets, mais ils les utilisaient en même temps, dans une seule nuit, à plusieurs endroits différents. Im Herbst 1996 und vor dem geplanten dritten Kassertransport und im Frühjahr 1997 vor dem Märztransport wurden an insgesamt 20 Stellen im Bundesgebiet auf mögliche Castor-Strecken Hakenkrallen in die Oberleitung gehängt, sodass die Stromabnehmer der Lokomotiven die Krallen mitschleiften und die Oberleitung zerrissen wurde. On a trouvé à plus de 20 endroits sur tout le territoire allemand, dans les catenaires, donc pendant de l'automne 96 jusqu'au printemps en 97. On a trouvé des crochets dans les catenaires à plus de 20 endroits. Ce qui a fait qu'en gros, les trolleys des locomotives électriques ont été détruits par ces catenaires-là. Dazu haben die autonome Gruppen ein Kommuniqué veröffentlicht, das hieß Stopp die Bahn, stopp den Castor. Und ich zitiere mal daraus einen Teil. Wir teilen mit vielen Castor-Gegnern durchaus die Motivation an diesem Punkt, gegen die menschenverachtende Atommacht und für eine ökologisch bessere Zukunft einzutreten. Wir betrachten diese Zielrichtung jedoch nicht isoliert von den Ursachen und den anderen gesellschaftlichen Bereichen. Alors là, ce qui va suivre là, c'est une citation d'un communiqué qui a été distribué en Allemagne, et notamment dans les gares. Il faut arrêter d'IBAN, donc l'entreprise des chemins de fer, et arrêter les transports des déchets nucléaires. La revendication centrale, c'était bien c'était la chose suivante. Nous partageons avec beaucoup d'adversaires des transports, avec tous ceux qui sont contre les transports des déchets nucléaires, la motivation contre le pouvoir nucléaire et pour un avenir écologique conscient, mais nous pensons qu'il est impossible de regarder ou de garder ces objectifs si on les pense de manière isolée de leurs origines et si on les regarde de manière isolée de d'autres parties de la vie sociale. Nochmal weiter in dieser Erklärung, in dem Kommuniqué, dass seit dem Ende des realen Sozialismus sich noch schneller drehende Karussell der Globalisierung schleudert immer mehr Menschen auf der nördlichen Halbkugel in die Armut und beschert dem internationalen Großkapital immer neue Gewinnrekorde. Die Nationalstaaten bauen im gegenseitigen Wettlauf erkämpfte soziale Rechte ab. Die Skrupellosigkeit der Politik für die Reichen und Superreichen erinnert an die Zeiten des Frühkapitalismus im 19. Jahrhundert. Donc, ils sont suivis, c'est la suite de ce tract. Depuis la fin du socialisme réellement existant, la globalisation impose de plus en plus de pauvreté pour de plus en plus de gens et en même temps produit de plus en plus de profits pour le grand capital. Les États nationaux se font de plus en plus sur la concurrence et donc la politique pour les riches et les super riches fait penser au temps du capitalisme du 19e siècle. Doch mit dieser gesellschaftlichen und systemkritischen Opposition blieben die Autonomen immer in der Minderheit. Mais avec cette opposition critique de la société et critique du système, l'autonomie restait minoritaire. Die Autonomen waren so lange ein wichtiger Faktor, zusammenfassend, in der Anti-Atomkraftbewegung,
solange es ihnen gelang, das Mittel der Militanz so einzusetzen, dass gerade in diesen konservativen Regionen wie Wackersdorf und Gorleben der breite Teil des Widerstandes davon nicht verschreckt wurde. Wir durften also zum Beispiel keine Bullen direkt angreifen. Donc en fait, pour résumer, là c'est l'autonomie jouée dans le mouvement antinucléaire un rôle important jusqu'au point, en fait, jusqu'au moment où en fait ils ne mettaient pas à distance les populations qui vivaient dans ces zones, ces régions traditionnellement très conservateurs. Als wir ein Beispiel dafür, als wir 1977 ich mit Leuten aus Bremen nach Gorleben gefahren sind und die ersten Aktionen es gab, haben wir einige Verkehrsschilder übermalt oder umgeschmissen. Das gab eine massive Kritik von Seiten der Bürgerinitiative, ihr beschädigt unseren Landkreis. Als dann die Polizei wenige Wochen später einen von dem Widerstand gebauten Kinderspielplatz zerstörte, drehte sich das Ganze. Plötzlich fanden sie das eine Sauerei, was die Bullen machen, und fanden unsere Aktion gut. En gros, pour donner un exemple, ce qu'il dit, c'est qu'il raconte une anecdote où ils sont venus avec plusieurs personnes de Brême et il y avait un moment où il s'agissait de renverser des panneaux de circulation. À ce moment-là, il y a eu une forte critique des citoyens et du mouvement citoyen sur place qui ne trouvaient ces actions pas du tout intéressantes ou quoi que ce soit. Sauf que quelques semaines plus tard, la police a détruit un endroit où jouaient des enfants. Et à ce moment-là, la situation avait radicalement changé parce que, en gros, les citoyens trouvaient ça absolument inadmissible ce que la police avait fait et se solidarisaient donc beaucoup plus avec les gens qui venaient de l'extérieur. Noch ein Wort zur Repression. Die Kriminalisierungserfolge gegen militante AKW-Gegner sind für die Polizei und die Justiz in den letzten 45 Jahren äußerst mager. Un petit mot sur la répression contre le mouvement antinucléaire. En fait, les tentatives de criminalisation des opposants aux centrales nucléaires par la police et par la justice n'a pas été couronnée de succès. Nur ganz wenige wurden verurteilt, die allermeisten im Zusammenhang mit den Kämpfen um das Atomkraftwerk Grohnde 1977, also schon sehr lange her. Très peu ont été jugés. Et la plupart étaient jugés dans le contexte des luttes autour de la centrale nucléaire à Grande en 1977. Angesichts der an die tausend gehenden Straftaten wegen Hakenkrallen, Strommastumlegen, Brandanschläge, Schienendemontagen, wie ihr hier seht, Baumstämme auf Bahngleise, Straßenunterhöhlungen, Landfriedensbrüche, Castor-Schottern etc., angesichts dieser Vielzahl ist die Bilanz für den Staatsschutz eher ernüchternd oder anders ausgedrückt, die Zahl der Militanten ist zu groß, zu undurchschaubar und zu vielfältig. Donc face à ces multiples actions de sabotage, d'usage de crochets, de coucher des pylônes d'électricité et des démontages de rails, l'État n'a pas pu en faire une grande répression. Et c'est surtout lié au fait qu'il y a eu il y avait tellement d'actions diverses que c'était trop difficile pour la police en fait de parvenir à réussir avec leur répression. Also die Militanten sind bisher nicht greifbar und das sollte bei allen Polizeischikanen, die auch wir erleben, nicht vergleichbar mit euch in Buer oder in Tanak, ein Grund für den Optimismus sein. Et donc cette incapacité de la côté étatique de mettre la main sur ce mouvement devrait être une raison d'optimisme. So, jetzt mache ich einen Sprung nach 2011, nach Fukushima. Bei aller berechtigten Empörung und Trauer um die Opfer blieb doch der weltweite Protest gegen die Atomenergie in den ersten Wochen nach Fukushima
ziemlich zahnlos und oberflächlich. Alors, il y a maintenant un saut dans l'histoire. C'est, il part maintenant de Fukushima et voilà. Donc, il commence en disant que malgré tout le deuil autour, pour les victimes et les protestations qui ont lieu partout dans le monde contre l'énergie nucléaire, la critique au niveau mondial reste relativement superficielle. Et exclut des questions de base, voilà, dans leur critique. Was ist das für ein Staat, der sich so wenig um die betroffenen Menschen kümmert, der so unverschämt und unverblümt die Interessen von Konzernen über die von Mensch und Natur stellt? Das kontaminierte, prekäre Atompolterjahr aus Fukushima, das auf brutalste Art die Folgen der radioaktiven Verseuchung mit der eigenen Gesundheit bezahlt, wird gesellschaftlich stigmatisiert und ausgegrenzt, während die entlassenen Konzerne von TEPCO schon längst wieder neue lukrative Jobs bekommen. Il s'interroge maintenant sur le type d'État qui, en fait, s'occupe quasiment pas des personnes concernées par la catastrophe et qui, sans hésiter, met les intérêts des concernes et des entreprises devant les intérêts des hommes, des gens et de la nature. Et donc, il critique que le prolétariat nucléaire de Fukushima doit payer un prix énorme, celui de la pollution radioactive, et est socialement stigmatisé et exclu, tandis que les chefs des entreprises de TEPCO ont déjà retrouvé un nouveau poste qui paye bien. Das Desaster von Fukushima ist vor allem auch das eklatante Versagen des bürgerlichen Staates, der westlichen demokratischen Ordnung. Le désastre de Fukushima est surtout l'échec éclatant de l'État bourgeois, de l'ordre occidental démocratique. Fukushima führt uns vor Augen, was zählt, wenn es für die großen Kapitalfraktionen hart auf hart kommt. Dann gehen sie über Leichen, Menschenrechte und Verfassungsrechte werden außer Kraft gesetzt. Und der Staat gibt dafür in jeglicher Form den nötigen Flankenschutz. Fukushima nous montre ce qui compte quand le grand capital se trouve en difficulté. À ces moments-là, le grand capital ou les fractions du grand capital n'hésite pas à passer par des corps de ne respecte pas les droits de l'homme et l'État les protège sans hésiter. Die Gesetze werden umgeschrieben, individuelle Rechte auf körperliche Unversehrtheit gelten nicht mehr. Das gilt auch global. Die Gleichheit vor dem Gesetz und die Achtung der Menschenwürde hat im Falle eines staatlich ausgerufenen Ausnahmezustandes in den westlichen Demokratien nur eine geringe Halbwertszeit und kann mit einem Federstrich beseitigt werden. Ils réécrivent des lois, des droits individuels de l'autodétermination ne sont plus valables. Ce qui également, c'est aussi valable au niveau mondial. L'égalité devant la loi et le respect de la dignité humaine dans le cas d'un état d'exception dans les démocraties libérales occidentales, seulement peu d'importance. Systemrelevant sind nicht Rechte auf demokratische Teilhabe und ein Leben und Überleben in Würde, sondern systemrelevant sind allein die Profitinteressen. Das ist nun mal so im Kapitalismus. Das hat einfach absolute Priorität. Important pour le système ne sont pas les droits à la participation démocratique ou à une vie en dignité, mais important pour ce système sont seulement les intérêts de profit. Mais c'est comme ça dans le capitalisme, c'est ce qui a une priorité absolue.
Die Verquickung mit der Atomindustrie, mit der hohen Politik ist auch in Europa, in Deutschland, wie aktuell hier in Frankreich, immer vorhanden. Der Aufstieg des Siemens-Konzerns als Atomkonzern in den 70er und 80er Jahren war undenkbar ohne die Förderung durch die Regierung von CDU, SPD und FDP. Donc le lien intrinsèque entre l'industrie nucléaire et la grande politique est ici en Europe, en Allemagne, mais aussi, comme actuellement en France, toujours présent. La montée de Siemens en tant qu'entreprise nucléaire dans les années 70 et 80 était impensable sans l'aide des gouvernements, des chrétiens démocrates et de la social-démocratie et des libéraux. Qui, à l'aide avec beaucoup d'argent des caisses de partis, ont donc doré ces concernes nucléaires. Und für den französischen Areva-Konzern, Atomkonzern, schickt der französische Staat auch schon mal in Afrika seine Truppen los, die Uranvorkommen in Zentralafrika zu sichern. Et l'entreprise nucléaire Areva française, pour cette entreprise, l'État français n'hésite pas à envoyer ses troupes en Afrique centrale pour sauver des ressources importantes pour l'entreprise nucléaire. Die Macht der weltweiten Atommafia ist bisher trotz Harrisburg, trotz Tschernobyl und Fukushima ungebrochen. Immer nach einem kurzen Wegtauchen der Atombefürworter mit kleinlauten Erklärungen geht der weltweite Ausbau der Atomkraftwerke weiter, wie jetzt aktuell in Indien, in Großbritannien oder in China und in Brasilien. Malgré Harrisburg, malgré Tschernobyl, malgré Fukushima, le pouvoir de la mafia nucléaire est toujours bien en place. Toujours après une courte disparition de ceux qui sont pour le nucléaire, il y a un retour, et il y a un retour notamment des centrales nucléaires comme en Inde, au Brésil, en Grande-Bretagne et en Chine. Atomkraftwerke werden weiter in Erdbebenregionen wie in Indonesien oder der Türkei geplant und gebaut. Angeblich, weil es keine Alternative gäbe. Doch es gibt sie überall. Nur wollen die Bosse an den Schalthebeln der Macht diese nicht. Denn, und das ist das Entscheidende, Atomkraftwerke sind immer auch eine zentrale Option für die militärische Nutzung der Atomenergie. Und darum geht es letztendlich ihnen. On planifie, même dans des régions touchées par des tremblements de terre, on planifie des centres et on construit des centrales nucléaires, comme en Indonésie ou en Turquie. Selon le dire, c'est que parce qu'il n'y a pas d'alternative, mais il y a des alternatives et partout. Seulement, les chefs qui décident ne veulent pas de ces alternatives-là. Car, et ça c'est assez décisif, les centrales nucléaires sont toujours aussi une option centrale pour l'usage militaire de l'énergie nucléaire. Et c'est de ça qu'il s'agit finalement. Es geht also viel mehr. Und dazu nochmal wieder ein Zitat aus dem Buch von Robert Jung. Zur Debatte steht nicht nur die künftige Energieversorgung, sondern auch die der Herrschaft. Der Konflikt geht nicht nur um eine bestimmte Technik, sondern um alle Erscheinungsformen und Machteinflüsse der großindustriellen Technologie. Dahinter steht die noch umfassendere Frage, ob die bisherige auf Unterwerfung und Ausbeutung zielende Richtung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts für die Menschheit überhaupt noch taugt. Donc, il s'agit de beaucoup plus. Et là, il cite encore une fois Robert Jung dans « Der Atomstaat », l'État nucléaire. Ce qui est en question, ce n'est non seulement l'approvisionnement en énergie future, mais bien la question du pouvoir. Le conflit
ne tourne pas uniquement autour d'une certaine technique, mais bien sur la question des formes d'apparition et d'influence de pouvoir de la technologie industrielle. Et derrière ça, il y a la question encore plus importante. L'usage des si le progrès qui pour l'instant a été utilisé, donc le progrès scientifique et technique qui a été utilisé pour la domination et l'exploitation de l'homme peut être transformé en progrès qui ne vise pas la domination. C'est une traduction très libre. Es geht also um viel mehr. Es geht um Grundsätzliches, wenn wir wirklich Lehren aus Fukushima ziehen wollen. Viele in der heutigen Klimabewegung nennen das die Systemfragestellen. Il s'agit donc de beaucoup plus. Il s'agit des choses fondamentales, si on veut vraiment apprendre des choses de Fukushima. Donc aujourd'hui, dans le mouvement pour le climat, on appelle ça poser la question du système. Es geht hier im reichen Europa um das Hinterfragen unserer Konsumgewohnheiten, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, unseres Individualismus und natürlich auch um die notwendige radikale Abkehr vom kapitalistischen Profit- und Wachstumsmodell. Il s'agit de poser ici, dans l'Europe qui est riche, de s'interroger, de questionner nos habitudes de consommation, notre vie sociale. Il s'agit de mettre en question notre individualisme. Et bien sûr aussi, il s'agit de tourner le dos au modèle de profit, de croissance capitalistique. Einiges davon wird in der aktuellen Widerstandsbewegung rund um den Globus schon formuliert. Einiges davon haben hier in Frankreich 2014 zahlreiche Wissenschaftler und Intellektuelle unter Bezugnahme auf Ivan Illich im konvivialistischen Manifest überzeugt dargelegt. Es geht dann unter anderem um ein neues, radikal anderes Technikverständnis. Certains de ces aspects ont déjà formulé au sein des mouvements de résistance tout autour du monde. Certains ont été formulés ici dans le manifeste convivialiste par des scientifiques en référence à Ivan Illich ici en France en 2014. Donc il s'agit de s'interroger sur un rapport radicalement nouveau à la technique. Es geht also um unser neues Verhältnis zur Natur, ein Ende des Raubbaus und der Plünderung durch die Menschheit. Es geht um die Entwicklung einer sanften Technologie, die heute in sehr vielen Sektoren bereitsteht. Es geht um eine andere Form des Wirtschaftens, dezentral organisiert, lokal verankert und die globalen Vernetzungen zum wechselseitigen Vorteil ausnutzen und nicht zur Profitsteigerung und Ausbeutung. Donc il s'agit d'un nouveau rapport à la nature, il s'agit d'une fin de la surexploitation et une fin du pillage par l'humanité. Il s'agit d'un développement d'une technologie douce qu'on peut trouver, qui est accessible dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Il s'agit d'une autre forme de faire l'économie. Organisé de manière décentrale, ancré de manière locale. Voilà. Es geht also um Gerechtigkeit, um Klimagerechtigkeit und um ein Leben in Würde, in freier Selbstbestimmung für alle Völker dieser Erde. Doch wir sind nicht naiv, wir haben machtvolle Gegner. Und trotzdem haben wir keine Chance, als diese immer wieder neu zu bekämpfen, bis sie abtreten. Oder wie es in Buenos Aires vor 20 Jahren und aktuell in Chile, in Santiago heißt, que se vayan todos. Il s'agit alors de la justice et d'une vie en dignité, d'une vie en autodétermination libre pour tous les peuples de cette terre. Mais nous ne sommes pas naïfs, nous avons des adversaires puissants, mais nous n'avons aucune autre chance, aucune autre possibilité que de continuer à battre, à lutter
jusqu'à ce qu'ils partent. Awesome.